Willkommen Leute zu einem weiteren Anime Character Profile und zwar dieses Mal mit Bandit Keith, einem sehr bekannten Duellanten aus dem Duelist Kingdom und der wird der erste Gegner sein von Joey Wheeler aus dem Duelist Kingdom, was auf jeden Fall sehr cool ist und ziemlich passend, wie ich finde. Und der gute Bandit Keith spielt insgesamt 30 Karten im Main Deck und eine im Side Deck, denn das hier ist eine Anime-Karte, der gute Pillager. Deswegen werde ich die heute rauslassen und ich habe eine Karte dazu gedichtet und zwar diese hier, Mausoleum des Kaisers, weil ohne Witz, Leute. Was ist los mit Bandit Keeves Deck? Das ist ja lächerlich. Der spielt insgesamt 11 normale Monster, die Tribute brauchen. Und davon sind sehr, sehr viele sehr, sehr schlecht. Ja, ich schaue dich an, Slot Machine. Und dann haben wir auch noch zwei weitere. Und zwar diese beiden. Und dann auch noch Metallsoa. Also das ist wirklich lächerlich. Und dann sogar noch ein Ritualmonster, was man nicht raussuchen kann. Also der gute Bandit Keith würde sich so zu Tode bricken und deswegen muss ich da was gegen machen. Und das hier ist die beste Karte, die man spielen kann, um Tributmonster normeln zu können, ohne wirkliche Tribute anzubieten. Und deswegen ist es so eine Karte, wo ich mir gedacht habe, das kann man mal dazu dichten. Ich meine, die Karte gab es im Duelist Kingdom, soweit ich weiß, noch nicht, aber es ist einfach passend, wie ich finde. Und man hätte jetzt auch so Karten spielen können, wie Kosten verringern, aber das hätte dann für ein Tributmonster geholfen, aber nicht, um die ganze Hand zu entbricken. Und ich glaube, da ist diese Karte auf jeden Fall schon sehr hilfreich. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das eine gute Ergänzung? Er spielt aber auch insgesamt drei sehr gute Karten. Und zwar spielt er Graceful Charity, die zweitbeste Karte aller Zeiten. Dann spielt er noch die Cyberdose, was auch sehr gut ist. Und natürlich das Solemn Judgment, das mittlerweile erlaubt ist. Aber in diesem Format ist es nach wie vor auf 1 limitiert, weil sonst wäre die Karte einfach ein bisschen OP. Ich denke mal, das ist jedem klar. Und er spielt auch gute Ausrüstungen mit diesen beiden Karten hier und halt der Metallwandler. Also der kann schon einiges theoretisch, aber diese ganzen Tributmonster sind halt etwas problematisch, zumal die meisten davon wirklicher Bullshit sind. Ich meine, what the fuck ist das hier? 1450 Angriffspunkte, das ist fast schon peinlich. Also das würde ich niemals ins Deck tun, das macht absolut keinen Sinn. Und ich habe auch tatsächlich das Ritual komplett rausgelassen, weil Seradamant ist für mich nicht wirklich eine Bandit Keith Karte. Also im Prinzip schon, aber ich verbinde die Karte nicht so sehr mit ihm. Und wenn ich jetzt den spielen würde, müsste ich irgendwelche ikonischen Tributmonster rauswerfen, wie Barrel Dragon. Und das würde in meinen Augen einfach keinen Sinn machen. Und deswegen habe ich das Ritual rausgelassen. Ich denke mal, das Deck ist insgesamt ganz gut geworden und ganz gut durchdacht. Und ich habe versucht, die wichtigsten Tributmonster drin zu lassen. Und was daraus entstanden ist, werdet ihr jetzt gleich sehen. So, da haben wir auch schon die finale Deckliste. Und wir haben zunächst mal 40 Karten im Main Deck, davon 18 Monster. Und zwar einmal die Raketenwerferspinne, dann haben wir einmal Slot Machine. Dreimal der mechanische Jäger, ein sehr guter Beatstick, nice one. Dreimal dieser kleine Beatstick hier, dann haben wir dreimal den Barrel Dragon, ganz klar. Der Pistolendrache, richtig coole Karte. Dann dreimal der Maschinenkönig, auf jeden Fall auch eine ikonische Karte, wie ich finde. Dreimal die Sprengkugel und einmal die Cyberdose. Dann haben wir 14 Zauberkarten und zwar zweimal die Karte Curse of Fiend, eine recht alte Karte auf jeden Fall, aber gar nicht mal so übel eigentlich, theoretisch. Dann haben wir Graceful Charity, dreimal Tribute of the Doomed, dann haben wir zweimal die Maschinenumwandlungsfabrik, eine sehr interessante Karte, die aber gar nicht so gut ist, aber in diesem Format hier ist sie, glaube ich, ganz okay tatsächlich. Und dann haben wir 3x7 vollendet, eine wesentlich bessere Karte. Dann dreimal das Mausoleum des Kaisers, wie gesagt, dazu gedichtet, eine richtig gute Karte für Tributdecks, aber dazu gleich mehr. Und dann haben wir noch 8 Fallenkarten, und zwar dreimal zunächst mal den Metallwandler, zweimal die Zeitmaschine, dann haben wir einmal Solemn Judgment, wie gesagt, auf 1 limitiert, und zweimal, ja, den Magic Jammer, eine sehr gute Karte in diesen alten Formaten. Okay. Was habe ich mir bei diesem Deck gedacht? Ganz einfach, ich habe versucht, so viele ikonische Tributmonster wie möglich hier reinzuquetschen, ohne das Deck unkonstant zu machen. Und ich denke mal, das ist mir gelungen. Ich habe zunächst mal die beiden normalen Monster, ja, Raketenwerferspinne und Slotmaschine reingetan, weil die Slotmaschine war ein Muss. Die Karte ist einfach nur die ikonischste Karte von Bandit Keith fast schon. Und die rauszulassen, hätte mir in der Seele wehgetan, ehrlich gesagt. Und die Raketenwerferspinne, da ging es mir ähnlich. Ich habe mich entschieden, den Soa rauszunehmen, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt Soa reinnehme, dann muss ich auch eigentlich Metall-Soa spielen und beide Karten machen eigentlich nicht so viel Sinn. Ich weiß, die beiden Karten hier sind eigentlich schwächer, aber mit 7 vollendet sind sie stärker. Und da ich mit 7 vollendet hauptsächlich die Bossmonster aufrüste, ist das, glaube ich, schon ein Argument für die beiden. Und wie gesagt, ich wollte Metall-Soa nicht spielen und generell Soa erstmal rauslassen, genauso wie Seradamant. Und ich denke, das macht auch irgendwo Sinn. Deswegen halt diese beiden Karten, jeweils einmal, weil die halt nicht gut sind, aber naja, ich wollte sie zumindest im Deck drin haben. Dann haben wir noch dreimal Maschinenkönig, der braucht ein Tribut, der ist ganz gut eigentlich, der ist so ein bisschen so stark wie der Herbeigerufener Totenkopf im Endeffekt. Ein bisschen schwächer theoretisch, aber man kann ihn aufrüsten, deswegen ja, auf jeden Fall solide. Und dann haben wir dreimal den Pistolendrachen. Eine richtig gute Karte. Kann theoretisch Karten des Gegners schießen, was natürlich prima ist. Also Monster, um genau zu sein. Man muss halt nur ein bisschen Glück haben. Und die Karte ist auf jeden Fall
Nicht übel, zwei Tribute, 2,6, das ist voll in Ordnung. Und das ist halt quasi Soa in besser. Und deswegen habe ich mir gedacht, ein vierter 2,6er Beatstick macht jetzt nicht so viel Sinn. Zumal ich dann eins von den beiden hätte kicken müssen. Und wie gesagt, das wäre nicht so geil gewesen in meinen Augen. Und ja, das waren quasi auch schon die Tributmonster. Also insgesamt 8 Stück, was schon recht viel ist. Aber wir haben wie gesagt auch den Fieldspell, zu dem wir gleich noch kommen werden. Dann haben wir insgesamt, ja, 9 Beatsticks so ein bisschen. Und zwar haben wir dreimal den mechanischen Jäger. Richtig gute Karte. 1,85, richtig bombastisch gut tatsächlich in diesem alten Format. Besser als der Djinn von Kyber. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und er ist sogar eine Maschine. Und mit 7 vollendet geht er hoch auf 2550. Das ist stärker als der herbeigerufene Totenkopf. Richtig nice. Also auf jeden Fall die beste Karte von Bandit Key fast schon. Neben halt den OP-Karten. Dann haben wir dreimal den Buckroff. Der ist interessant. Der hat 1,5. Der geht hoch auf 2,2 mit dieser Karte hier. Und auf 1,8 mit dieser Karte hier. Also die kann man auch gut aufrüsten, also wieso nicht. Und dann noch dreimal die, ja, Sprengkugel, die ein bisschen Burn-Schaden machen kann, gegnerische Monster wegräumen kann. Und die ist halt einfach ein kleiner Removal, der Burn-Schaden macht. Und sie ist gleichzeitig ein recht guter Beatstick mit 1,4, den man aufrüsten kann. Also keine schlechte Karte an sich, die würde ich auf jeden Fall dreimal spielen. Die ist auf jeden Fall besser als Buckroff und den spiele ich ja auch dreimal. Und somit haben wir quasi 9 Tributvater so ein bisschen. Und noch theoretisch die Cyberdose. Und die Cyberdose ist halt genial. Die crusht das Feld, macht eine Menge Plus für beide Spieler, aber wenn man das selbst kontrolliert einsetzt, dann kann das wirklich geil werden. Und ich denke, die Karte muss man spielen, weil die ist halt schon eine OP-Monster-Karte. Dann haben wir bei den Zauberkarten zunächst mal Curse of Fiend und die Karte dreht einfach nur Monster um. Und mehr soll die Karte gar nicht machen. Damit kann man quasi Boards des Gegners so ein bisschen outen. Gegen so Monster wie herbeigerufener Totenkopf mit 1200 Death kommt es zum Beispiel schon mal ganz gut. Und es gibt auch diverse andere Monster, die einfach wenig Death haben. Diese ganzen guten Beatsticks haben halt auch wenig Death. Ich meine, selbst der hier, 800 Death, das ist fast nix. Also man kann mit der Karte hier schon ein bisschen was outen, aber dreimal wäre ein bisschen heavy gewesen, weil die Karte schon mal recht blöd kommen kann, wenn der Gegner viel Death hat. Und dann brickt sie so ein bisschen und erfüllt ihren Zweck nicht, was halt schon scheiße ist. Dann haben wir Graceful Charity, die beste Karte im Deck logischerweise. Zieht 3 Karten und wirft dann 2 Karten ab, das ist absolut OP. Muss natürlich gespielt werden. Dann haben wir dreimal Tribute of the Doomed. Die crusht ein Monster zum Preis einer Handkarte und da wir hier so viele Tributmonster spielen, ist dieses Abwerfen einer Handkarte, glaube ich, manchmal sogar gar nicht mal so übel, weil die bricken schon hart, muss ich sagen, wenn man halt nicht den Fieldspell zieht. Und deswegen würde ich sagen, es ist ganz okay. Und den Crush einer Monsterkarte mal auf der Hand zu haben, kann ganz praktisch sein und ganz angenehm. Deswegen dreimal. Dann haben wir die Fabrik, die wirklich nicht gut ist. Die rüstet ein Maschinenmonster auf um 300 Punkte in Angriff und Death. Und das ist halt nicht gerade krass, aber damit kommen wir mit dem Buckroff auf 1800, was gut genug ist, um den Djinn zu outen, von Kyber beispielsweise. Dann haben wir noch den mechanischen Jäger, der geht hoch auf 2150, was auch nicht übel ist. Und naja, bei den ganzen anderen Monstern ist es vielleicht auch mal ganz gut, diesen kleinen Buff noch mitzunehmen. Aber viel besser ist natürlich diese Karte hier, 7 vollendet, weil damit wird eigentlich jedes Maschinenmonster wirklich stark. Und das kann sich echt sehen lassen, richtig gute Karte. Eine der besten Karten von Bandit Keith auf jeden Fall. Dann haben wir dreimal Mausoleum des Kaisers und die Karte funktioniert so. Du zahlst quasi 2000 Life Points und dann kannst du ein Monster, das 2 Tribute braucht, ohne Tribut holen. Und das kostet dann die Normal Summon. Und das ist halt durchaus ein guter Effekt und damit können wir quasi jedes dieser kleinen Tributmonster hier ohne Probleme holen. Und dafür müssen wir quasi nur den Field Spell ziehen, der halt dreimal drin ist. Und ich würde mal sagen, das ist relativ konstant, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann haben wir Metallwandler. Die Karte ist halt genial. Ich hätte sie spielen können zusammen mit Soa. Aber wie gesagt, ich habe das rausgelassen, weil sonst hätte ich irgendwie sowas hier kicken müssen und es wäre einfach nicht so geil gewesen. Und Metallwandler ist halt eine gute Ausrüstung und damit kannst du quasi fast jeden Kampf gewinnen. Die Karte ist ziemlich OP in diesem Format und ich habe sogar darüber nachgedacht, die Karte auf 1 zu limitieren. Aber ich denke mal, es laufen schon genug Crushes rum, damit es nicht zu OP ist. Aber Potenzial hat die Karte auf jeden Fall. Dann haben wir zweimal die Zeitmaschine, die saved quasi einen Tributvater. Und das kann mal ganz praktisch sein, wenn man halt das Mausoleum nicht zieht. Deswegen auf jeden Fall auch keine schlechte Karte an sich. Dann haben wir Solemn Judgment, OP-Fallenkarte schlechthin, kann quasi alles negieren bis auf Monster-Effekte, absolut genial. Und dann noch den Magic Jammer, ich denke mal, der ist klar, damit kann man OP-Zauberkarten annullieren, was halt im jetzigen Format dieser Character-Profiles auf jeden Fall wichtig ist, denn naja, diese ganzen OP-Zauberkarten wie Wiedergeburt, Graceful Charity und so weiter, die können böse kommen und da ist Magic Jammer einfach sehr gut dagegen. Und auch gegen so Karten wie Spalt oder so natürlich. Ja, und das war's quasi schon mit diesem Deckthema hier. Es ist an sich nicht schwierig zu bauen. Ich habe einfach versucht, so viele Tributmonster reinzuquetschen, wie es geht, ohne das Ganze zu sehr brickanfällig zu machen.
Denn wir haben halt das Mausoleum, weil ich dazu gedichtet habe. Und wir haben sehr, sehr gute Effekte hier drin. Also wir haben auf jeden Fall Removal-Effekte am Start. Wir haben Cyberdose, wir haben Sprengkugel, wir haben Barrel Dragon, wir haben Tribute of the Doomed. Wir haben eine sehr gute Ausrüstungsengine mit diesen drei Karten hier, die sich echt sehen lassen kann. Wir haben ein bisschen was Defensives mit diesen beiden Karten und der Zeitmaschine. Und ich denke mal, so kann sich das Deck auf jeden Fall sehen lassen. Bin sehr gespannt, ob dieses Deck hier gegen Joey gewinnen kann. Denn das ist der erste Gegner, der Joey aus dem Duelist Kingdom. Und ihr könnt mir gerne weitere Gegner für Bandit Keith in die Kommentare schreiben und eure Meinung zu diesem Deck hier abgeben, wie gut ich das gebaut habe und welche Karten ihr noch reingetan hättet. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit einem weiteren Charakter-Duell. Und schreibt mir gerne weitere Charaktere in die Kommentare, die ich mal in diesem Format profilen soll.